Welcome back, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über Nagelpflegetipps und Maniküre für Männer. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett for free, kostet nicht nada niente. Und wenn du Lust hast, folge mir auch gerne auf Instagram. Dort gibt es aber eher so Outfit-Posts von mir, als auch einige Szenen behind the scenes. Ja, wenn du Bock hast, folge mir auch gerne dort. So Leute, ich höre jetzt schon die meisten Leute wieder schreien, du Schwuchtel, das ist nur was für Frauen. Und wer das wirklich denkt oder sagt, dem kann ich sagen, du Vollidiot, hast gar keine Ahnung. Denkst du, eine attraktive, geile Frau, ja, möchte sich von einem Mann betatschen lassen, der dreckige Fingernägel hat oder abgekaute Fingernägel oder ungepflegte Hände hat? Nein, zu 100% nicht. Frauen achten nämlich nicht nur auf deinen Bizeps, nein, sondern sie achten auch auf gepflegte Hände. Glaubt es mir. Und es spricht wirklich nichts dagegen, rein gar nichts dagegen, wenn du als Mann zur professionellen Pediküre oder Maniküre gehst. Absolut gar nichts. Das ist nicht schwul, nein, sondern das zeigt nur, dass du dich um ein Äußeres kümmerst, ja, und Frauen mögen es, das kann ich euch sagen, wenn die wissen, okay, das ist ein gepflegter Mann, der kümmert sich und auch respektive um seine Hände. Ach ja, und by the way, Frauen sind nicht umsonst immer so lange bei der Pediküre, Maniküre. Ich kann da nämlich aus Erfahrung sprechen. Ich gehe auch in unregelmäßigen Abständen zur Pediküre, Maniküre und Leute, ich sag es euch, das ist mega, mega, mega relaxed und mega entspannt und wenn du das einmal gemacht hast, ja, dann schwöre ich dir, dann wirst du es auch noch mal ein zweites oder ein drittes Mal machen, 100%. Also mein Freund, jetzt schau dir mal deine Fingernägel an. Was würdest du sagen? Würde eine Frau jetzt sagen, das sind schöne Hände? Oder würde eine Frau jetzt eher sagen so, nee, die sind jetzt nicht so, Wenn letzteres, dann pass jetzt genau auf, denn wir sprechen in diesem Video über Maniküre für Männer und Tipps für gepflegte Hände. Erstens, Fingernägel sauber machen. Leute, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, wenn eine Person neben dir sitzt oder du eine Person kennenlernst und die wirklich Dreck unter den Fingernägeln hat, so richtig schwarzen, ekligen Dreck. Da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Aus dem Grund ist es enorm wichtig, ja, dass du deine Hände und den Dreck unter den Fingernägeln wegmachst. Wenn du da draußen jetzt zum Beispiel irgendwie Bauarbeiter bist oder Kfz-Mechaniker und dann läuft da manchmal Öl unter deine Fingernägel und es ist manchmal schwarz, ja, kann ich verstehen. Das ist dann halt so. Aber nach der Arbeit sollten die Fingernägel wieder picobello aussehen. Und um den Dreck unter deinen Fingernägeln wegzubekommen, kannst du entweder so eine ganz normale Standard-Fingernagelbürste nehmen, ja, geht's bei Amazon, kostet nicht viel. Oder du nimmst so ein, so ein Fingernageldreck-Wegmachgerät, ja, so nenne ich das Ganze jetzt mal. Das ist bei mir zum Beispiel in meinem Maniküre-Set mit dabei. Da geht man ganz fein unter die Fingernägel drunter und versucht, den Dreck zu entfernen. Das geht auch relativ gut. Kannst dir aussuchen, welche Variante du nimmst. Hauptsache, du hast keinen Dreck unter den Fingernägeln. Punkt Nummer 2, niemals, auch wirklich nie, 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 niemals auf deinen Fingernägeln rumkauen. Auf gar keinen Fall. Ja Leute, ich glaube, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, wir sind nicht mehr im Mittelalter, ja, dass man auf seinen Fingernägeln rumkauen muss. Es gibt 180.000 Möglichkeiten, wie du deine Fingernägel sauber bekommst und kürzer bekommst, aber bitte nicht mit deinen Zähnen. Fingernägel schneiden. Ja Leute, ihr müsst auf jeden Fall regelmäßig eure Fingernägel auf die passende Länge schneiden. Nicht zu kurz, nicht zu lang, sondern die passende Länge. Denn ihr wollt anschließend eure Fingernägel ja noch ein bisschen feilen und aus dem Grund ist es wichtig, dass ihr die passende Länge habt. Wenn du zum Beispiel deine Fingernägel zu kurz abschneidest, ja, dann kann es manchmal auch wehtun und das wollen wir nicht. Also immer die passende Länge finden. Und dazu kannst du entweder eine klassische Fingernagelschere benutzen oder auch einen Nagelknipser. Und ich persönlich benutze immer Nagelknipser, weil ich da irgendwie ein bisschen besser mit klarkomme. Und das Ganze mache ich immer über dem Waschbecken, damit jetzt nicht irgendwie die Nägel quer durch die Wohnung fliegen, sondern einfach über dem Waschbecken Nagelknipser und die Nägel auf die passende Länge cutten. So Leute, wenn ihr dann eure Fingernägel auf die passende Länge gecuttet habt, ja, dann könnt ihr es euch denken, dann kommt die Nagelfeile. Ihr müsst eure Nägel einfach ein bisschen schön fallen, ja, damit sie nicht mehr eckig sind. Einfach, dass es schön aussieht, dass es passend ist. Und ja, ich kann die Leute verstehen, die jetzt zum Beispiel sagen so, ich kann das gar nicht haben. Ja, auch wenn du zum Beispiel jetzt mit deinen Fingernägeln über so eine Schultafel gehst, so, ja, kann ich auch nicht haben. Ja, überhaupt nicht. Aber Leute, ihr gewöhnt euch dran und das muss wirklich sein. Versucht euch daran zu gewöhnen und einfach eure Fingernägel immer schön zu fallen.
Und jetzt kommt ein Punkt, den die meisten Leute meistens immer vergessen, und zwar die Nagelhaut zurückschieben. In meinem Maniküre-Set ist extra so ein Nagelhaut-Zurückschieber, so heißt das Ganze. Falls du sowas nicht hast, ja, lauf zum nächsten DM oder zum nächsten Rossmann oder bestell dir so ein Teil bei Amazon, kostet echt nicht viel. Was macht man damit? Die überflüssige Nagelhaut schiebt man ein wenig zurück nach hinten. Und das müsst ihr auf jeden Fall machen. Bei manchen Nägeln habt ihr vielleicht ein bisschen mehr überflüssige Nagelhaut, bei anderen etwas weniger. Falls ihr etwas mehr Nagelhaut auf einigen Fingern habt, ja, dann schiebt die so weit zurück und nimmt dann eine Nagelhautzange und schneidet die Nagelhaut einfach schön weg. Nicht schwer, ganz easy und immer dran denken. Reißnägel entfernen. Ja Leute, vielleicht kennt ihr das. Ihr seid irgendwie unterwegs und auf einmal seid ihr irgendwo hängen geblieben und habt hier so einen Reißnagel an der Seite, ja? Und das nervt die ganze Zeit, den ganzen Tag über. Ihr habt keine Schere zu Hause. Und was macht ihr dann? Diesen hier. Und was passiert dann? Euer ganzer Nagel wird blutig. Das machen wir nicht. Wenn ihr irgendwo einen Reißnagel habt, ja, dann müsst ihr kurz abwarten und dann versucht ihr einfach den Reißnagel wirklich vernünftig mit einer Schere zu entfernen. Das ist einfacher und es ist auf jeden Fall auch besser, weil dann wird euer Nagelbett nicht irgendwie anfangen zu bluten. Wenn ihr dann mit dem ganzen Prozedere für eure Nagelpflege fertig seid, dann geht ihr am besten zum Waschbecken hin, wascht eure Hände einmal schön mit Seife, ja, damit die ganzen überflüssigen Hautreste oder was auch immer da übrig bleibt, ja, nicht mehr da ist. Und dann nehmt ihr einfach ein wenig Hand- und Nagelcreme und cremt eure Hände und eure Nägel schön mit dieser Hand- und Nagelcreme ein. Warum? Dann werden eure Hände nicht rissig oder trocken und dann bleiben eure Hände immer schön geschmeidig. So Leute, und noch ein Special-Tipp zum Schluss. Einen Schuhanzieher benutzen. Ja? Ihr werdet da draußen jetzt wahrscheinlich denken, so, hä, what the fuck, Alter, warum soll ich einen Schuhanzieher benutzen für meine Hände? Nein, Leute, für eure Hände braucht ihr ihn gar nicht benutzen, aber benutzt generell einen Schuhanzieher. Wenn ihr nämlich keinen Schuhanzieher benutzt, ja, dann zieht ihr eure Schuhe mit euren Händen an und dann kann es unter Umständen dazu kommen, dass ihr eine Reibung habt zwischen eurer Ferse und euren Fingern und euren Nägeln. Und das kann wieder dazu führen, dass ihr rissige Nägel oder rissige Haut auf euren Händen bekommt. Und das wollen wir natürlich nicht. Also benutzt einfach einen Schuhlöffel, damit kannst du viel einfacher deine Schuhe anziehen, geht einfacher, deine Hände werden es dir danken und deine Schuhe werden es dir danken. So Leute, und wenn das Ganze für dich da draußen jetzt wirklich komplett Neuland ist und du denkst so, what the fuck, Alter, was labert der Typ für eine Scheiße, ja, dann kann ich dir empfehlen, einfach mal zur professionellen Pediküre und Maniküre zu gehen. Schau dir das an, wie die das da machen und ich schwöre dir zu 100%, ja, du wirst es mögen. Also geh einfach mal zur Pediküre und Maniküre hin, schau dir das an, wie das Ganze funktioniert und anschließend bist du auf jeden Fall um einiges schlauer. Ihr müsst jetzt nicht die perfekten Hände bekommen, ja? Ich habe auch keine perfekten Hände. Ihr müsst jetzt auch nicht zu den absoluten Nagelpros werden, nein. Aber achtet einfach darauf, dass ihr halt diese Dinge beachtet, ja? Und das in eure Nagelpflegeroutine einfach mal ein bisschen reinbekommt. Und wenn du mal Bock hast, geh ab und zu mal zur Pediküre, Maniküre hin. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Und nochmal kurz zusammengefasst. Leute, das Ganze ist nicht schwul. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich, ja, übrigens ein gepflegter Daumen, ja, ein geschmeidiger, gepflegter Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support, über eure Kommentare und könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das Ganze genauso macht mit eurer Nagelpflege oder ob es ein, zwei Tipps gab, die ihr noch nicht kanntet. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin, macht's gut, peace.